Als nächste Rednerin am Wort Ruth Becher. Sie kommt von der SPÖ. Frau Präsidentin, Herr Minister, meine sehr geehrten Damen und Herren, Hypothekarkredite sind in der Immobilienwirtschaft ein sehr wichtiges Element, sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich. Und im Jahr 2007 konnten wir miterleben, welch zerschörerisches Potenzial in diesem Finanzinstrument liegt. Und es war der verantwortungslose Umgang mit Hypothekarkrediten, der die große Finanzkrise, die als Subprime-Krise in den USA ihren Ursprung gehabt hat, verursacht hat. Während in den USA ein funktionierender Mietwohnungsmarkt weitgehend unbekannt ist, und das meist mit Fremdmitteln finanzierte Eigenheim der Regelfall ist, haben wir in Europa eine wesentlich bessere Situation. Hier ist der spekulative Aspekt bei Weitem nicht so ausgeprägt. Und die Hypothek ist auch in Europa, in Österreich, ein probates Mittel zur Eigentumsfinanzierung, wobei in Österreich die Objekte nicht, in der Regel nicht 60% des Wertes, mit mehr als 60% des Wertes belehnt werden. Sogenannte Subprimes, so schlecht belehnte Immobilienkredite gibt es in Europa hauptsächlich nur in Großbritannien, in Niederlande und in Belgien, und hier sehen wir auch die Uneinheitlichkeit in Europa. In den Niederlanden sind die Kreditzinsen zu 100% abzusetzen, steuerlich abzusetzen, in Großbritannien gar nicht. Und da denke ich, das zeigt, dass gewisse Mindeststandards notwendig sind. Und der Hypothekarmarkt muss ein sicherer Markt sein. Und hier ist auch zu erkennen, welche wichtige Rolle diese EU-Richtlinie hat, die die Grundlage dieses Gesetzes ist. Und die Verbesserungen, die dieses Gesetz mit seinen weitreichenden Bestimmungen bringt, wurden ja schon sehr detailliert dargelegt. Vereinfacht gesagt, ist garantiert dieses Gesetz verbesserte Konsumentenschutzbestimmungen, das heißt eine transparente Kostenabschätzung, Schutz vor irreführender Werbung, ein standardisierter Umgang mit den Geldinstituten, wo eine Vergleichbarkeit möglich ist. Und wenn zum Beispiel ein Kredit aufgenommen wird mit 100.000 Euro und der variable Zinssatz 1,75% beträgt, und dann kommen ja eine Reihe von Gebühren und Zahlungen dazu, muss jetzt ausgewiesen werden, der effektive Zinssatz mit 2,27% in diesem einen Beispiel, das ist eben sehr unterschiedlich und bringt eine vollkommene Transparenz für die Konsumenten, die hier gut vergleichen können, wie die Kredite angeboten werden. Das heißt, eine bessere Informationspflicht, standardisierte Formulare, Bedenkzeit, auch das wurde schon ausgeführt. Also all diese Eckpunkte stellen sicher, dass die Hypotheken an die richtigen Menschen kommt, an Leute, die den Zinsvorteil in Anspruch nehmen, wo die Finanzierung mit einer Immobilie abgesichert ist und dabei keine unverhältnismäßigen Risiken eingegangen werden. In diesem Sinn bitte ich um Zustimmung zu dieser Vorlage.